liebe Zuschauer und Freunde. Ja, jetzt möchte ich Ihnen von einer neuen Diskussion berichten, die momentan gerade entsteht im Thema Flugreisen. Wir wissen alle, dass wenn Sie ein Flugzeug besteigen, Sie ein IATA, also ein Ticket der Internationalen Flugorganisation, kaufen müssen und dann ein gewisses Beförderungsrecht haben. Wenn sich diese internationalen Fluggesellschaften, so wie momentan in der Diskussion, darauf einigen, dass sie zukünftig nur noch mit einem gültigen Impfdokument, wo ihre Corona-Impfung nachgewiesen ist, dieses Flugzeug betreten können, dann werden viele Leute, die sich nicht impfen lassen wollen, vom Flugverkehr ausgeschlossen werden. Ich persönlich sage Ihnen ganz offen, ich bin mir noch nicht sicher, ich werde mich wahrscheinlich nicht so schnell impfen lassen. Aber ich kann Ihnen auch sagen, dass genau diese Diskussion, dass Sie eben kein Flugzeug mehr betreten können, bei vielen eine intensive Umdenken zum Thema Impfen auslösen wird. Ich sage das ganz offen, ich halte das für Erpressung. Hier geht es nicht um eine Impfung, die eine gefährliche Seuche eindämmen soll, wie eine Masernimpfung. Hier geht es um eine Impfung für eine mehr oder weniger schlimme Pandemie. Diese Pandemie, die Corona-Pandemie, ist, wenn wir die Letalität uns angucken und die Statistiken uns angucken, vergleichbar mit einer Grippe. Und tatsächlich ist es so, dass Sie natürlich, wenn Sie Krankheitssymptome haben oder einen positiven Corona-Test, dann sollten Sie natürlich vom Flugverkehr ausgeschlossen werden. Und das gebietet eigentlich schon der Anstand und die Rücksicht auf die anderen Flugteilnehmer. Aber dafür eine Impfdokumentation vorzuschreiben, dass Sie gegen Corona geimpft sind, das ist etwas, was wir als AfD-Fraktion für überzogen halten.